Willkommen zurück auf der Gamerinsel Swarm of 40.000 Space Marine. Die Kampagne geht direkt weiter. Wir fahren fort. Wir haben den Inquisitor vor uns. Quasi Dude Dragoran ist hier am Start. Und ich habe direkt wieder die Melder in der Hand. Okay. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. The Bro. Wir sehen jetzt das erste Mal wieder, seitdem der Laden zusammengebrochen ist. Inquisitor Drogan. Wir müssen sie von hier wegbringen, bevor wir von Orks überrannt werden. Sie waren der unabgeschirmten Energiequelle ausgesetzt. Im Generatorraum. Ich habe es gesehen. Sie haben pure Energie des Warps berührt. Wie können Sie noch leben? Die Energiequelle nutzt Warp-Energien. Das Material des Chaos. Ketzerei. Meine Arbeit gegen die Xenos hat den Segen des Imperiums. Kann Ihre gesegnete Arbeit uns gegen die Orks helfen? Meine Forschung steht unter äußerster Geheimhaltung. Das Imperium verbietet ihre Nutzung ohne Genehmigung. Betrachten Sie das als Ihre Genehmigung. Wie Sie meinen. Die Energiequelle treibt in meiner Forschungseinrichtung eine experimentelle Waffe an. Die Psi-Geißel. Sie könnte die Orks zerstören. Und warum haben Sie diese Geißelwaffe nicht schon früher erwähnt? Die Psi-Geißel wurde noch nie getestet, Sergeant. Bei einer Fehlfunktion könnte sie den Planeten in zwei Teile zerbrechen. Wir haben keine Wahl. Die Psi-Geißel ist in der Kalkis-Einrichtung, meinem Forschungslaboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte, dem Sammelpunkt der imperialen Armee. Sie werden Walküren haben. Wir können zur Einrichtung fliegen. Suchen wir den imperialen Außenposten. Gut, machen wir das. Aber ohne Scheiß, mir geht das so hammerhart auf den Keks. Dass das hier, dass der Fehler offensichtlich vorhanden ist, dass hier nicht vernünftig dargestellt wird. Bezüglich der Audioschleife der Stimmen. War richtig hammer auf den Keks. Wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinengott wacht. Na gut. Mal sehen, ob wir den Leutnant nochmal wieder treffen. Der wollte da anscheinend, auch hin. Und ja, wir kriegen schon den ersten Filmsprich hier. Haben wir hier eventuell Kollegas am Start? Wer natürlich wird. Schauen wir mal. Offensichtlich wird hier. Oh, da unten. Da ist der Stützpunkt. Von unserer Partei. Wir kommen zu euch. Wir supporten euch. Uiuiui, ihr habt ja eine nette Waffe da. Alter Schwede, komm. Ein paar Granaten hier. Oh. Alter. Okay, wir halten uns erstmal zurück. Wir müssen erstmal die Lage. Das ist hier ziemlich offen, das Gelände. Oh, da haben wir auch gleich einen Raketenfritz am Start. Nee, doch nicht. Hat wo? Ah, da oben. Da sind ein paar. Oh, joi. Oh, da kommt noch der nächste Ork-Boss auch am Start hier. Pass mal auf, das machen wir doch am liebsten so. I love it, I love it! I have you miss! Hope is so hard! Ja, wenn ihr davon sollte, bist du dann, würde ich mal sagen. Lad mal nach, Bro. Uiuiui. Eine Landekapsel schon wieder am Start. Oh, okay, dann ist das halt so. Gut, also. Okay, ich behalte die Waffe am besten noch zum Snipern. Problem ist, ich habe hier kaum Deckung, Alter. Das ist ein bisschen risky, wie ich hier rumlaufe. Das sind vier Kalküls auf einmal da. Wuhuhu. Und ich habe leider nichts mehr für die Distanz da.
Oh yeah, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Und der hat auch gesessen. Inquisitor Drogan lebt. Kaum zu glauben, dass wir das überlebt haben. Tjo, Skill und so. Ganz lebendig sieht er auch nicht mehr aus. Inquisitor, Ihre Wunde bremst uns. Ich schaff das schon. Brüder, bringen Sie ihn zu den Valkyren. Ich lenke die Orks ab, wir treffen uns dort. Dann geben Sie die Energiequelle dem Sergeant, Captain. Nein, Drogan. Der Ork-Häuptling wollte die Energiequelle. Wenn die Orks sehen, dass ich sie habe und nicht sie, werden sie mir folgen. Wo geht es zum Sammelpunkt, Soldat? Das heißt wohl, dass wir gleich was ziemlich viel... Was ist dort entlang, mein Lord? Scheiß am Arsch haben wir. Ja, NP, da will ich durch. Das ist genau das, worauf ich scharf bin. Was mach ich denn hier schon wieder, Mann? Das ist ein Spielzeug hier, kommt her! Nix hier. Luftgitarren, Luftaxt schlagen, whatever. What? Schicke Treppe, die fällt mir. Bringen Sie keinen persönlichen Besitz in die Evakuierungszentrale. Lol, warum nicht? Nein, gut. Ich hab hier massig. Ja. Ich hab hier null Muni, Alter. Oh yeah. Sprungmodul unten. Waffe des Tors. Sehr geil. Oh ja, yeah. Jetzt geht's ab. Ohne Scheiß. Jetzt geht's ab. 2F, bla bla bla. Lehm. Okay. Und jetzt ein paar Ordnungsdienste. Na gut, okay. Fetzt auf jeden Fall. Na denn, also jetzt können die Orks ruhig kommen. Ist mir eitel Lachs. Und hier ist mal Muni. Sehr gut. Die habe ich echt gebraucht. Willkommen im Evakuierungszentrum Omega. Sie erhalten Wasser und Nahrungsrationen. Sie werden vor Raum besser. Oh Mann. Okay, irgendwie ist hier nichts los. Ob das hier beabsichtigt ist? Die Lände ist relativ cool, um irgendwas zu veranstalten, aber naja, away. Dum, da, da, dum, 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 dum. Kennt ihr das Spiel auf dem Rummel, wo ihr mit dem Hammer auf so ein Ding darauf hauen müsst, was da aus so einem Kasten rauslunscht? Ab und zu, und dann verändert sich die Position. Meistens sind das neuen Dinger. Ha. Hier war wohl nichts. Ey, ich hab keinen Bock hier irgendwo runterzufallen. Oh, das ist gut. Oh, doch nicht. Oh, ne, doch nicht. Hey, was ist denn hier los? Ja, toll, hier ist nichts los ist hier. Oh, die Animation will ich jetzt aber wissen. Oh, Scheiße. Alter, jetzt, ey, verhaut mich nicht ohne Scheiß. Egal. Oh, ein Ork. Jetzt bin ich mal gespannt, was der machen will. Scheiße, jetzt habe ich nicht genau gesehen, wo er hingehauen hat. Aber das sieht wohl nach dem Kopf aus. Alter Schwede. Gut, gut. Momentan ist hier noch alt lame, weil hier ist nichts los. Pack mal die Munition ein, Granaten einpacken, alles ein. Was auch immer Sie tun, Captain, machen Sie weiter. Die Grünhäute schwärmen zu Ihnen und naja, machen unseren Weg frei. Geil, geil, geil. Ich würde jetzt mal mich freuen, wenn hier welche am Start wären. Aber das sieht jetzt relativ lustig aus. Wobei hier gar nichts ist, Junge. Oh. Oh yeah. Das sitzt, das sitzt. Ich kann mit dem Hammer doch gar nicht verlieren. Wie soll ich denn das machen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Was ist das jetzt? What the fuck? Gut, Wayne. Ab auf eine Erhöhung.
Boys für euch zum Spiel! Okay. Vorher kriegst du den auf den Sack. Alter Schwede. Oh. Ich glaube, da von der anderen Seite was. Gucken, dass die Schilde bald kommen hier. Hochkommen. Alter, jetzt seht mal zu, dass die Schilde hier hochkommen, Mann. Oh, ein Servoschädel. Munition. Gut. Immerhin was. Zeit, sich davon anzuschließen. Wen anzuschließen? Hey, wer ist denn da? Achso. Alter, ich dachte schon, das wäre anders oder so. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ist jetzt bald mal alt hinüber hier oder was? Kann ich das jetzt abbrechen hier? Abbrechen! Ach, mir lachst es halt, naja. Ja, okay, Schild ist offensichtlich weg. Ich glaube, ich kann jetzt da oben lang, da wo die markiert ist. Bla bla bla. Naja, gut. Okay, wir laufen weiter. Mit dem dicken Hammer. Mal kicken, was hier abgeht. Was hier abgeht. Uiuiui. Dann fliegen wir direkt um die Ecke. Alter Schwede. Lange bin ich auch nicht geflogen, oder? Vor allen Dingen so viel, war sehr effektiv. Wo soll ich denn hier bei lang jetzt? Ja? Oh. Ja, ich glaube, hat sie erledigt. What? Alter, scheiße! Oh, oh, zurückziehen. Unbedingt. Erstmal volle Deckung. Gucken, ist hier irgendwas? Kann ich von hochfliegen und von hinten irgendwie angreifen? Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Warte mal, sind da unsere Kollegas? Scheiße, da waren unsere Kollegas. So, ihr beiden Klöpse. Was geht bei euch, hä? Ja, Alter, jetzt kann ich dich mal hier, ne? Eine Runde betäuben, ohne Scheiß. Ja, hast du sehr gut erkannt. Weil mit der Kettensäge und der Axt, da konnte ich dem Ding ja gar nicht entgegensetzen. Das hat ihn dann nicht mal wirklich gejuckt. Aber so ist das Ding ja mal richtig geil. Okay. Mein Lord, wir schulden Ihnen unser Leben. Ich bin ein Instrument des Willens des Imperators. Und jetzt zeigen Sie mir die nächste Ansammlung von Orks. So sieht's aus. Masis Plaza ist hinter diesem Wohnkomplex. Dort wimmelt es von den Biestern. Nicht mehr lange. Ich kann die gar nicht einsetzen, okay? Nur Einheitswaffen gehen da wahrscheinlich mit. Okay, hinter diesem Wohnkomplex. Ja, gut. Das Tor hat sich geöffnet. Wir laufen weiter. Captain, wir sind in Sichtweite der imperialen Bastion. Jut. Das ist gut. Dann schauen wir mal. Happy Birthday! Ich hab mich auf euch gefreut. Ei, 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 ei. One it, Junge! Noch gespielt. Alter, lächerlich. Unser Land töten!
Hast du sehr gut erkannt. Er ist gerade verschwunden irgendwie. Oh, da ist der nächste. Sie sind sofort betäubt, Alter. Das ist der Hammer. So hammerhart der Hammer. Der ist so hart. Doppel MER. Thor's Hammer, yeah. Alter, die haben doch gar keine Chance. Ohne Scheiß, die haben so Hammer, keine Chance. Der nächste Bazooka-Boss kaputt. Alter, ich nehme eh nach dem anderen auseinander. Ihr seht nicht ein bisschen ansatzweise irgendein Licht. Steht da. Aber irgendwie kriegt jetzt hier Distanzschaden schon wieder auf die Fresse. Ich guck mal hier ruf, Junge. Ich glaube, ich hab den da unten gesehen. Ist ja irgendwo ein Hexenmeister oder sowas. Boah. Na, komm mal her. Ist doch gar keine Chance, Alter. Das ist sehr gut erkannt. Hier ist nichts los, ihr macht euch so hammerhart lächerlich. Das glaubt ihr gar nicht. Oh. Oder eventuell wieder doch mal zu voreilig alles. Ups. Deckung. Eine Deckung. Alter Schwede. So, okay. Der Superboss ist fertig, aber irgendwas hat mir noch auf mir geballert hier, oder? So, das ist das Schlimmste hier, so ein Mistvieh. Das ist Nahkampf, das ist lächerlich. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? So, Kollege, was mit dir jetzt, hä? Noch einer in der Fresse? Oh, oh, oh. Nicht ich, Alter, der spawnt die Junge! Was ist denn hier los? Teleportieren oder was ist das? Egal. Halt gut, Alter. Oh, Bazooka Boss. Oh Mann, ey, hast du sehr gut erkannt. Alter, vom Abheben oder was? Autsch. Der ging voll in meine eigene Fresse. Mann, Mann, Mann. Naja, war sehr actionreich, aber. Boah, hier komme ich auch noch hoch. So einfach kann es gehen. Treibstoff an. Passiert. Bei dem Rumiff-Diegel war da kein Wunder. Gut, wir haben den nächsten Speicherpunkt erreicht und ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal Schicht im Schacht. Jetzt wird es sowieso geiler. Jetzt haben wir nämlich keine herumfliegen, aber immer noch diese geile Waffe. Na gut, okay, zieh durch bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mit ein paar Meter mehr erlernen. Gut, bis denn dann.